Hey Leute, was geht? David hier am Start vom iDesignisch. So, ich hatte mir mal überlegt, ich werde jetzt mal in Zukunft einige Speedarts bzw. Tutorials machen zu irgendwelchen random Amazon-Produkten bzw. generell irgendwelchen Produkten, die man so kaufen kann. Da ich dachte, das wäre doch mal eine ganz coole Idee. Wenn es halt etwas zu aufwendig wird, dann mache ich halt einen Speedart draus. Ansonsten würde ich halt ein Tutorial draus machen. Wenn euch das gefällt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, beziehungsweise ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Und da das Video sonst so kurz wird, wenn ich jetzt ein bisschen quatschen würde, würde ich schon mal mit dem ersten Tutorial gerne anfangen. Deshalb machen wir hier, habe ich mal herausgefunden, so ein Kamin, Tischkamin quasi. Könnt ihr bei Amazon, der Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch mal anschauen. Könnt euch eventuell das Bild mit downloaden und euch selbst mal ransetzen. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Sieht schon auf jeden Fall schon mal ganz schick aus und dauert auch nicht so lange. So, dann fangen wir doch mal an. Als erstes suchen wir uns ein Bild raus. Ich habe hier einfach mal das Frontbild vom Produkt genommen. Und ja, fangen wir mal an. Als erstes machen wir hier erstmal unser. Das ist ein Cube praktisch. Ein Würfel. Dann gehen wir auf Würfeln. Ziehen uns den Würfel mal etwas zurecht. Das heißt, der ist ein bisschen länger als breiter. Ich denke mal, so ist okay. Machen wir ein bisschen kleiner. Schauen wir mal, wie ist denn das? Ja, das könnte ich noch. Ich denke, es ist ein bisschen groß geraten. Ja, lassen wir so. Eventuell ein bisschen ticken. So. So, ja, okay, gut. So, als nächstes machen wir die Scheiben. Dann nehmen wir uns wieder einen Würfel. Ziehen den Würfel uns mal so, dass es halt von der Länge her hinhaut. Ah, da muss ich gehen. So. Ich denke ungefähr so. So. Ja, können wir ein bisschen kleiner machen, nachher ist ja egal. Dann mittlere Maustaste, dann kommen wir in die vier Ansichten, dann in die obere Ansicht, dann ziehen wir das an die Seite, kopieren uns das Ganze und, also mit STRG-C, STRG-V und ziehen es an die andere Seite. So, voilà. So sieht das schon mal gut, so gut aus. Dann verstecken wir es, indem wir auf die Haken klicken, damit es X sind. Und wir widmen uns jetzt den ganzen Kram hier. Jetzt wollen wir, das heißt, diese, ja, ich sag mal, Einkerbung machen. Also diese Extrudierung-Geschichten. Als erstes einmal wollen wir allerdings, da das ein bisschen rund ist, da das ja nicht ganz so scharf ist, die Ecken, würde ich sagen, machen wir die hier auch ein bisschen rund. Wir gehen deswegen auf Rundungen, machen nicht so doll Rundungen, vielleicht zwei sogar nur. Ich denke, zwei ist in Ordnung. Schauen wir mal. Ja, ich denke, zwei ist in Ordnung. Dann, wenn wir damit zufrieden sind, drücken wir C, damit wir das als Polygon haben. Dann gehen wir in den Modus hier, in denen dass wir die Polygon auswählen können. Wählen die Obenansicht, klicken drauf. Rechte Maustaste, innen extrudieren und klicken einfach in irgendwo die Landschaft rein und ziehen nach links oder rechts, damit ihr das halt verschieben könnt. Und ziehen es ein Stückchen enger. Ich denke mal, so ist doch okay. Ja. Obwohl das jetzt an den Seiten ist die Frage. Ja, lassen wir es erstmal so. Ihr könnt alternativ noch eine andere Methode verwenden, die zeige ich euch dann nochmal. Aber so könnt ihr das erstmal extrudieren und so ist es doch erstmal ganz nett. Dann rechte Maustaste wieder extrudieren und nach unten schieben. Ich denke mal, ja, so ist in Ordnung. Dann rechte Maustaste wieder innen extrudieren, weil wir in diesem Fall jetzt den Metall Dinges machen. Das heißt,
Ende explodieren, ein bisschen nach innen. Und rechte Maustaste wieder nach unten. So. Und jetzt mal schauen, haben wir quasi. Also wir haben, ziehen wir das mal weg, das Ding, dann das ist Metallfarben, das ist auch Metallfarben und das ist auch Metallfarben. Okay, das ist schon mal gut. Ziehen wir das eventuell ein bisschen höher. Ja, so ist okay. Und jetzt wollen wir noch diesen Cube machen, das untere, dieses ganz innen. So, das geht mit einer anderen Methode. Deswegen hatte ich gerade ein bisschen gezögert, weil ihr könnt generell auch das Ganze extrudieren, was ihr jetzt hier gemacht habt. Das könnt ihr theoretisch weglassen, wenn euch das nicht gefällt, dass er halt das geometrisch gesehen alles extrudiert. Weil, wenn ihr es euch mal anschaut, hier an den Seiten ist mehr Abstand als jetzt an den Enden. Und das ist hier nicht unbedingt gegeben. Da macht ihr alles kleiner. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen auf Würfel, gehen erstmal an unseren Objektmodus und ziehen uns den erstmal ein bisschen kleiner. Um genau zu sein, wollen wir das jetzt ausschneiden. Das heißt, wir rechte Maustaste, Umansicht, mittlere Maustaste, dann linke Umansicht, wieder mittlere Maustaste. Und jetzt könnt ihr einfach mal entscheiden. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, was ihr hiervon aufschneiden wollt. Deswegen rechte mittlere Maustaste in die normale Ansicht. Und deshalb werden wir es ein bisschen kleiner ziehen und schneiden wir mal aus. Mal gucken, wie es aussieht. Also wir gehen auf diesen Stern, gehen auf Bull Tool, packen unseren Würfel da rein und auch den Würfel dieses Gedöns packen wir auch da rein. Und voilà. Haben wir das ausgeschnitten. Und ich denke mal, das sieht doch okay aus, das lassen wir. Also wie ich gerade gesagt habe, ihr könnt das auch generell erstmal alles ausschneiden. Ihr müsst nicht extrudieren, wenn euch das nicht gefällt. Ihr könnt auch einfach das Bull-Tool an sich nehmen. So, das ist mir jetzt allerdings ein bisschen zu scharf, weil hier ist ein bisschen abgerundet. Das heißt, wir gehen auf unseren Würfel. Auf Rundungen und gucken doch mal. Ja. Könnte vielleicht ein bisschen zu stark sein, aber schauen wir mal, gell? So. Okay, das ist ein bisschen zu. Ja, na, ein bisschen zu weit unten extrudiert, weil ihr seht, das ist nicht unbedingt viel. Und ein bisschen zu viele Rundungen. Wir machen jetzt mal 0 und mal systematisch arbeiten wir uns voran. Ja, so ist doch okay. Also ungefähr 2. Und ja, machen wir es ein bisschen tiefer rein. Ja, ich denke, so ist auch erstmal schicke. So, dulö, jetzt machen wir unseren Würfel, unsere zwei Wände, Gläser wieder an. Das ist ein bisschen zu dick. Naja, gut, egal. Wählen uns erstmal ein Material hier aus, Doppelklick drauf drücken. Dann machen wir erstmal Glasmaterial. Das heißt, wir gehen auf Transparenz. Glas hat ungefähr 1,33. Und deswegen wählen wir hier bei der Brechung 1,33 aus. Zumindest ungefähr. 4, 3, 2, 3. Und packen das auf die Gläser. Voilà. 1 und 2. Die Gläser sind ein bisschen. Na gut, das können wir noch verschieben, noch dünner machen. Sind ein bisschen dick geworden. So, als nächstes wollen wir hier die Schrauben reinpacken. Das können wir auch ganz einfach machen, indem wir, na, noch kein Material machen, indem wir uns einen Zylinder nehmen,
den Zylinder dann auf B-Achse 90 machen und dann ein bisschen zurechtzaubern. Ein bisschen skanieren, wie uns das denn passt. Ein bisschen kleiner noch. Und dann packen wir uns den mal an den Rändern, wie es denn ausschaut. Mittlere Maustaste oben an sich, damit wir sehen können, wie es reingeht. Das sollte ungefähr in der Mitte sein, sodass es hier halt ein bisschen raussteht und hier halt ein bisschen reingeht, damit man halt noch diesen Effekt hat, quasi. Und ich denke, so ist doch, so ist okay. Ups. Ja, dann kopieren wir uns das. C, Ester, G, C, Ester, G, V. Packen wir es nach oben. Ungefähr da. Ester, G, Ester, V. Andere Seite. Ester, G, Ester, V. Und hier. So. Haben wir das schon mal? Ja, das ist ein bisschen dick. Sieht nicht so schön aus. Ja, sieht ein bisschen zu dick aus. Deswegen löschen wir ganz kurz die Scheibe hier und machen diese Scheibe einfach mal dünner. Denke mal, so ist in Ordnung. Und schieben die ans Glas ran. So. Ja, das sieht doch, denke ich mal, in Ordnung. Das sieht doch schon besser aus. Dann SCG, SLV auf die andere Seite. Und dann wollen wir die Zylinder natürlich auch tauschen. Das heißt, wir löschen einfach mal diese anderen drei, nur dass wir den haben. Und machen den einfach ein bisschen kleiner. Dass es auch wieder in der Mitte passt. Dann Spielchen wie selber, wie eben kopieren. SRG, SRV. Dann voilà, packen wir rein. SRG, SRV. Da rein. SRG, SRV. Und voilà, fertig. So, ja, so sieht doch schon besser aus. So, jetzt machen wir noch die Material und zwar einen Doppelklick wieder draufdrücken und die Farbe Schwarz. Dann Spiegelung wollen wir natürlich auch haben. Wir machen ungefähr mal 40. Das können wir gleich nochmal alles schauen, wie es aussieht. Und packen das auf den Cube hier, den wir als Polygonobjekt erstellt haben. Und schwarz. Dann machen wir uns, ja, jetzt noch ganz kurz. Jetzt haben wir allerdings hier alles schwarz, auch das, was wir gerade extrudiert haben, das wollen wir nicht haben. Das heißt, wir gehen Doppelklick, machen mal ein anderes Material. Ich würde mal sagen, also ihr könnt euch einfach aus Google ein Metallmaterial downloaden, einfach eine Textur, gebt da einen auf Google, Textur, Metalltextur auf Google, dann ladet ihr euch das Bild runter und fügt es ein. Deshalb gehe ich hier mal auf Spiegelung, mache das einfach mal jetzt so mal spaßeshalber, wie das denn aussieht. Und gehe auf, machen wir es mal. Ja, okay, gehen wir erstmal nochmal Spiegelung. Dann wählen wir unser extrudiertes Objekt an, gehen auf Polygon Mode, gehen dann bei Selektion auf Ringselektion und wählen uns die Ringe an. Also das war schwarz, dann ist das hier silber und das hier silber. Und jetzt wählen wir noch die Ebene aus. Das heißt, wir gehen auf unser normales Live Selection Tool, wählen in der Mitte aus und packen dort auch nochmal das Silber drauf. Jetzt haben wir hier quasi, dass es so ein bisschen gequollen wirkt, quasi wie so ein bisschen, ich will sagen nicht Wasser, aber so eine, quasi wie so eine Alufolie. Das heißt, wir machen eine neue Textur. Machen ganz einfach Spiegelung. Wo haben wir Spiegelung? Gehen auf Relief.
Wählen andere, gehen dann hier Textur auf Noise. Neues, gehen in neue Shader rein und machen die globale Größe, drehen die auf, weil damit die quasi die Punkte hier werden dann rangezoomt. Also wenn ihr das jetzt weniger einstellt, dann seht ihr, werden zoomen raus und dementsprechend gibt es halt ganz viele gekräuselte Sachen. Wir wollen aber nicht, wir wollen nämlich nur einen Brei haben, weil sie so ein bisschen gewurscht wird. So, ich denke, so ist okay. Und packen das dann auf unseren Cube. So, deswegen dann schauen wir doch mal gleich, wie es extrudiert, wie es aussieht, gerendert. Ah ja, und natürlich noch an den Seiten. Wir machen hier allerdings noch ganz kurz bei der Spiegelung machen wir noch einen Matteffekt rein. Nicht 50, sondern vielleicht mal so 30. Na? So, denn dann machen wir den Matteffekt, also dann die Spiegelung auch noch auf die Zylinder drauf. Eins. Dann können wir, wenn wir STRG gedrückt halten und und die Kuli auswählen, STRG gedrückt halten, draufdrücken und dann können wir einfach runterziehen. Dann wird die auch auf auf die anderen Objekte übertragen. Nein, nicht genannt. So, und jetzt kommt das Lighting, da das am wichtigsten ist. Machen wir aber ganz einfach. Wir machen einen Boden. Ziehen den Boden hier unten, damit es halt aussieht, damit das, ja, der Boden fungiert. Und gehen dann hier in unseren Content Library. Ah, bevor wir das machen. Ja, okay, gut, machen wir erstmal. Müssen wir ein bisschen warten. Und zwar, ich habe es hier ausgewählt. Allerdings, was ihr auch habt, was halt so Standard schon ist, wenn ihr auf Prime geht, dann habt ihr hier Materials, dann habt ihr HDRI. Und dann sucht ihr euch eine schöne HDRI aus. Das heißt, HDRI ist einfach wie die praktisch ist ein 360-Grad-Bild. Und das könnt ihr ganz gut verwenden als Lightning. Beziehungsweise als Himmel in unserem Fall. Deswegen wählen wir uns was aus. Ich hatte in meinem Beispiel, was ich früher mal gemacht hatte, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Da, das da. Einfach Doppelklick, dann kommt es ja nach unten. Dann schließen wir es wieder und gehen auf dieses Objekt und wählen uns noch, wählen uns einen Himmel aus. Dann ziehen wir uns den HDI-Gedöns aufs auf den Himmel drauf und dann gehen wir in unsere Voreinstellungen, wählen Effekte, Ambient Occlusion and Global Illumination. Da mein PC etwas älter ist, setze ich die ganzen Einstellungen mal auf niedrig. Wenn ihr wollt, könnt ihr halt hochlassen, dann ist es natürlich ein bisschen detailtreuer, würde ich meinen. Und dann wählen wir uns irgendeine Position aus, die uns gefällt. Ah, und noch eine Sache, bevor wir rendern. Ja, ich denke so. So ist doch nett. Eine Sache, bevor wir es rendern. Und zwar machen wir Boden noch eine Textur. Das heißt, neue Textur erstellen. Farbe machen wir weiß. Dann Spiegelung. Spiegelung machen wir ein Fresnel. Beim Fresnel gehen wir auf bei Schwarz. Machen wir ein bisschen ins Weißliche. Dann gehen wir nochmal in die Spiegelung rein und machen die Helligkeit mal auf 20 und die Mischstärke auch auf 20. Und dann packen wir es rein und wir rendern es mal und gucken, wie es aussieht. Bis dann. So, und voilà, fertig ist es. Sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus. Jetzt könnt ihr natürlich noch ein bisschen, wenn ihr mit Materialien noch ein bisschen rumzaubert, könnt ihr vielleicht was Besseres rausbringen oder ein bisschen mehr Zeit investiert. Aber so prinzipiell sieht es schon mal ganz gut aus. Schauen wir mal.
Ja, jetzt könnte auch, wie gesagt, ja, okay, das ist ein bisschen mehr hochkant als Querformat, aber ist ja wurscht. Jetzt, da das ein bisschen bläulich ist, könnt ihr auch ein bisschen rumspielen, und zwar, wenn ihr in so einer Glass-Shader geht, dann auf Transparenz, dann seht ihr hier beispielsweise, könnt ihr Transparenz, die Farbe, die ist jetzt weiß, könnt ihr jetzt quasi, also mal gucken, könnt ihr jetzt ein bisschen bläulich erstellen. Dann, ja, okay. Und die Observationsfarbe, ja, lass mal weiß. Könnt ihr jetzt ein bisschen, gucken wir damit mal. Okay, gut, dann müssen wir es doch eine Farbe geben. Gehen wir mal ein bisschen, ja, auch bläulicher. Eigentlich. Vorzeigeffekt, Vorzeigeffekt. Sorry, sorry, sorry. Machen wir mal ein bisschen. Na, bin ich denn blöd? Warum denn? Machen wir weiß. Also, das eigentliche Spiel sollte. Ah, jetzt geht's. Die Observationsfarbe ist halt einfach, dass es nicht die Farbe an sich hat, sondern eher so ein bisschen schimmerndes Licht hat und das Licht dementsprechend mein außen meinetwegen ein bisschen stärker ist und innen, also innen ein bisschen stärker ist und außen zum Beispiel ein bisschen dann ins Weißliche geht. Schauen wir einfach mal. Ja. Und dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen rumspielen, was dann für euch jetzt am besten gefällt oder zusagt. So, ansonsten würde ich sagen, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, ihr konntet auch etwas lernen. 20 Minuten ist das schon um. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch das zusagt, dass ich ein paar Produkte einfach mal ein bisschen zeige, wie die gehen. Ihr könnt mir auch gerne welche Produktvorschläge in die Kommentare schreiben oder halt per E-Mail schreiben. Alles in die Kommentare oder per Facebook. Dann nehme ich mir das gerne zu Herzen und werde das auf jeden Fall bei Zeiten machen. So, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!